Okay, Johnny, ich würde sagen, du bist bereit für ein paar liebliche Dragon Ball Spiele. Nein, ich war noch nicht bereit. Ich habe getrunken und jetzt habe ich mich verschluckt. Das ist okay. Aber ich würde Ich sagen, du weiß bist nicht ganz, was ich bereit. davon halten soll, aber weil das ein crappy, weil es einfach nur ein Tablet ist, nicht mein Handy, sage ich ja. Klar, greif drauf zu. Mach der Kerl, nimm dir alles, Spiel, nimm dir alles. Ich freue mich ja auch schon. Finde deine sieben Dragon Balls. Ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind alle Dragon Balls, Johnny. Du hast einen Wunsch frei. Was wünschst du dir? Finde deine sieben Dragon Balls. Was wünschst du dir, Johnny? In ihnen liegt die Zauberkraft. Dragon Balls. Ich wünsche mir, dass ich kein Wasser mehr in der Lunge hätte. Das wünschen wir uns alle, aber seien wir mal realistisch. Den Tumor wirst du so schnell nicht los. PSP? Warte, das ist RIP. Warte, ist das ein geripptes Was? PSP-Spiel? Ich Es glaube, ist wir haben einfach das. PSP-Spiel. Ich glaube, Das wir haben stand da nirgendwo PSP-Emulator der irgendwo ROM dran. runtergeladen. Oh, es ist Tenkaichi Tag Team! Es ist Tenkaichi Tag Team? Start, wo ist mein Startbutton? Da. Das ist das Letzte, womit ich gerechnet hätte. Neues Spiel. Das wollte ich tatsächlich schon mal spielen. Ich weiß. Das ist fucking dumm. Ich gebe jetzt keinen Namen ein. F. Ja. Ah, da guckst du dir an. Ich muss sagen, manchmal hat man Glück und findet ein paar qualitative Titel im Play Store. Schau dir das an, Johnny. Ich habe das Gefühl, es wird nicht mal Microtransactions geben. Wie kommst du darauf? Unknown Warrior from another planet. Machen wir das. Ich glaube, dass dieses Spiel wurde so auf Mobile optimiert. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Das ist keine Ingame. Oh nein, Goku! Was? Das sind Was? Ladebildschirm-Minispiele, die sind üblich Ach bei den Dragon Ball so. Spielen. Ich hatte gerade kurzzeitig Angst. Wen haben wir denn alles? Wir haben Son Deswegen war ich Goku. sehr verwirrt. Ich dachte, Da, ich würde Vegeta. Vegeta sehen und Was? dann stand da, es ist Raditz. Aber Trunks kenne ich. Welchen von beiden? Den oder den? Kid Trunks. Der da hatte Dragon Ball super blaue Haare aus irgendwelchen Gründen. Fighting Nee. Teen! Ich wünschte, ich wäre ein Fighting Teen. Machen wir uns nichts vor, Chozu. Sind wir nicht alle Fighting Teens, In meinem Herzen ja. die Volt. mit der Pubertät kämpfen? Schon wieder ein Pickel. Okay, es geht Ich los. kämpfe noch immer um mein Recht auf Bartwuchs. Bisher keine Ergebnisse. Okay, versuchen wir das Ganze. Oh, das sieht nicht mehr ganz so gut aus, vor allem die Wolken. Hä, gerade die Wolken sind doch voll in Ordnung. Also nicht die weißen, aber das blaue da, das sah auch cool aus. Was ist das da im Hintergrund? Das ist die Levelbegrenzung. Oh fuck, das ist Tenkaichi? Ernsthaft? Sie sind What the voll 3D fuck? gegangen für die PSP? Wollt ihr mich Ach du. verarschen? Wow. So, Wie L spielt man ist. die Scheiße überhaupt? Ich hab einen Kumpel gehabt, der das immer gespielt hat und ich habe nie verstanden, was er da macht und wie er wissen kann, was abgeht. Ich kann ja, man prügelt einfach um sich und dann. Also bei dem weiß ich es auch nicht ganz, mit vier Kämpfern. Ich kenne nur die PS2-Teile und da ist nur 1 gegen 1 immer. Und hier dachte sie sich, Mann, wir sind auf dem Handheld, da legen wir nochmal ein bisschen was drauf. Glaube, du bist gleich tot. Das geht. Ach nee, das ist nicht deine Lebenskraft. Das ist. Was ist das? Du hast da irgend so eine. Ich weiß nicht, was das Diese. alles für Balken sind. Ich, Du bist so ein Prügelbolzen. Der kleine Cash schlägt einfach um sich. Okay, so jetzt mache ich das, dann runter und Hintere, Dreieck. alles blitzt. Nein, L und Dreieck. Tschu! Bam. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich glaube, wir sollten aufhören, das zu spielen. Ich will einen Was Kampf zu ist Ende bringen. hier los? Weiß es nicht. Spielt sich entsetzlich. Wow. Gott, mir tun alle leid, die Spiele auf Mobile Devices spielen. Es steuert sich Warum wirklich macht ihr das? entsetzlich. Warum tut ihr das? Ich habe Weil sie Superstar nichts Saga anderes auf dem Handy haben. Sie hatten doch gespielt. nichts anderes als ihre PSP-ROMs aus dem Play Store. Ich Oh fuck, habe Freezer ist transformiert! Das Spiel sieht so lächerlich gut aus. Können wir Ich hab darüber mal. reden? Und Pokémon Pinball habe ich auch so gespielt, weil du da wirklich nur eigentlich nur zwei Knöpfe brauchst.
irgendwas gemacht. Das funktioniert sehr gut auf dem Handy. KO! Oh nein! Spielen wir das nie wieder. Okay. Ich habe noch ein weiteres Dragon Ball Spiel. Es ist von JC Games. JC Game 3s. Und wie du siehst, er weiß, wie man der 1er Font auswählt. Ich denke, es wurden gute Entscheidungen getroffen, wenn du mich fragst. Im Hintergrund zum Beispiel. Ja, oder nee, die Font an sich. Ich denke, wenn es darum geht, die Saiyajin Power wiederzuspielen, gibt es nichts Besseres als Comic Sans in Baby Blau. So, bin mir wieder mal nicht sicher, ob das Original Comic Sans war oder nur so wieder sowas ähnliches. Okay, und ich muss tippen. Tipp um dein Leben. Und dann wird er hochgelevelt. Schau den Goku an, wie stark er wird. Ah! Musst du auch aufs Klo? Cool, ich glaube, ich hab's geschafft. Level up! Oh shit, es geht doch weiter. Er wird doch so viel stärker. Oh, und das ist ziemlich aufregend. Glaubst Schau mal, er ist ein super Saiya-Boy. Glaubst du daran, dass du wirklich ein Saiyajin werden kannst? Ich glaube nicht daran, ich weiß es. Leute okay. wie du sind lächerlich. Du denkst, du kannst dich hier um mich lustig machen. Aber was du Nein. nicht weißt, ist, dass es Kamehameha. Ich hab's direkt auf das Haus deiner Eltern gefeuert. Oh, was soll das? Meine Eltern haben gar nichts damit zu tun. Aber meine Eltern. Es gibt auch so ziemlich coole Vegeta-T-Shirts zu kaufen. Die sind super edgy, da ist irgendwie so ein Spruch wie Oh, verwechsle meine Höflichkeit nicht mit Dummheit. Während du dich mit Mädchen getroffen hast, habe ich mit meinen Katanas trainiert. Das ist ein ziemlich edgier Planet. Komm schon, hochleveln Goku! Dann ist einfach so ein Bild von dem Planet drauf. Ich bin viel zu cool für diese Welt. Was soll dieses Spiel? Habe ich es jetzt langsam mal geschafft oder wie weit wollen wir noch hochleveln? Ich bin jetzt Super Saiyan 4. Vegeta is my city. Komm schon! Okay, ich glaube dran, dass ich den Super Saiyan bin. Schaff es! Yes! Oh. Was ist stärker als Super Saiyan 4? Okay, ich glaube. Super Saiyan, Gott ist stärker als Super Saiyan 4? Nein, danke. Ich habe genug gesehen. Okay. Ich möchte auf meine Kontakte zugreifen. Das scheint mir vertrauenswürdig zu sein, wenn ein Spiel sagt, oh hey, ich möchte gerne auf deine Kontaktliste zugreifen. Ja gut, Beyblade Burst, dann machen wir das, habe ich kein Problem mit. Meine Freunde werden bestimmt davon profitieren. Okay, Johnny, was war denn damals dein Lieblings-Beyblade? War es der Dragoon? Es war der Pegasus. Nee. Der war aus Yu-Gi-Oh! Okay. Es gab mal eine neue Beyblade-Serie. 2, 1, let it rip! Oh. Es gab mal eine Neuauflage von Beyblade, von dem Anime, und zwar lief das aus irgendeinem Grund auf Nickelodeon, glaube ich. Und da war der Beyblade von dem Protagonisten, der von demselben Typen übersetzt wurde, der auch Timmy Turner spricht. War irgendwie so ein Pferd. So ein Einhorn oder so. Oh shit, ein Einhorn. Irgendwas ist passiert, ich weiß nicht genau was. Ich glaube, das hieß Pegasus. Gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Sieg. Oh, danke. Oh nein, Pegasus! Nicht Pegasus. Ist das Pegasus gewesen? Nee. Und er war so investiert. Ich weiß nicht, wie ich das Spiel spielen kann. Schau, die ganzen Kinder hatten immer ihre Beyblades dabei und dann habe ich halt den bekommen, der scheiße sein soll. Angeblich, und dann habe ich trotzdem gewonnen. Können wir eine kurze Pause machen? Hier hat es geklingelt. Tut mir leid. Okay. Was Johnny nicht weiß, ist, dass während er in die Tür geht, weil es zu ihm vermeintlich geklingelt hat, bin ich damit beschäftigt, der beste Beyblade-Champion von allen zu werden. Okay, diesmal werden wir es hinbekommen. Mach dich bereit. Ich ziehe mein Wurfwinkelgerät. Ich will ihn zur Seite winkeln. Okay, fertig. Okay. Diesmal werden wir es schaffen. Und let it rip doch ein Spruch, der aktuell ist? Warum gibt's Beyblades überhaupt noch? Was ist daraus geworden? Ich finde das sehr seltsam und irritierend, ehrlich gesagt. Ich würde gerne einen Avatar-Angriff machen. Beyblades war ein sehr aufregendes Konzept. Los, Monster aus meinem Beyblade! Oh nein, ich hab's verpasst. Perfekt. Der Lümmel wird bedient.
Habt ihr den Lümmel gesehen? Das ist die langweiligste Scheiße, die es überhaupt gibt. Oh nein. Ich habe ein Beyblade kaputt gemacht. Sag das bitte nicht deiner Mama. Mama, der Mann hat mein Beyblade kaputt gemacht. Nein, ich habe ihn nicht kaputt gemacht. Es liegt an meiner Macht, die zu groß ist. Ich will das nicht mehr spielen. Soll die Scheiße, wieso spielst du ohne mich weiter? Oh nein, ich habe dich ohne dich mit den Beyblades gespielt. Hä, gib mir auch einen ab. Nö, Gebäude. Ich habe gerade eben schon den von Dieter kaputt gemacht. Wenn das deine Mama erfährt, bekomme ich Ärger. Ich sag's deiner Mama. Nein, Dieter! Sag, dass es nicht wahr ist. Na, er hat schon ein bisschen... Dieter! Bist du Dieter? Frau Dieter, ihr Sohn lässt mich nicht mit seinen Kreiseln spielen. Dieter will meinen Kreisel kaputt machen. Beyblades sind einfach nichts anderes als Kreisel. Kann man sich sonst noch irgendwelche alten Traditions... Schau mal, ich bin ziemlich geschwächt, wie ich rotiere. Nein! Nein! Er hat mich kaputt gemacht. Weißt du, was aber trotzdem immer noch die coolsten Kreise sind? Nein. Der Brummkreisel. Ja. Das wollte ich wirklich sagen. Er ist ziemlich cool. Die haben nicht aufgehört. Du konntest immer wiederholen. Du hattest das sozusagen integrierte Zipline da drin. Du musstest es nie rippen lassen, weil du die ganze Zeit konstant... Ich habe meine Beyblades damals so hart rippen lassen, dass meine Zipline gerippt ist. Ich habe sogar im Unterricht habe ich so einen rippen lassen. Ich habe auch mal richtig fett im Unterricht gerippt. Ja, das hatte nichts mit Kreiseln zu tun, aber war schon ziemlich sick. Alle haben so geguckt und so, oh! Oh shit, hat er dich wirklich gerippt, Bruder? Oh, und du so, bist du krank, Junge? Und du so, ja, Mann. Ja, ich glaube, mein linker Lungenflügel kollabiert gerade. Und dann hört man nur das Geräusch von einem Ballon, aus dem die Luft rausgeht. Und du siehst, wie sein Brustkorb immer enger und enger wird. Yeah. Und seine letzten Worte, let it rip. Okay.